Hallo Jay, wie haben Sie den Sommer verbracht? Ich habe gearbeitet. Was ganz genau? Originell. Ich war nur unterwegs, einen Auftritt nach dem anderen, mit meiner Band Team 5, Fernsehauftritte, viel im Tonstudio. Florian Silbereisen, Helene Fischer. Florian Silbereisen, ja, Helene Fischer. Ganz tolle, spannende Geschichten. Wie war es bei Flori und Helene? Das war super. Ja wirklich ein Highlight, ne? Ja, super, war super toll. Also eine grandiose Show, immer wieder eine grandiose Produktion. Auch natürlich ein Riesenhighlight mit Helene. Bin ein großer Fan und wir waren in bester Gesellschaft. Was macht Helene so besonders? Sie ist einfach eine Spitzenkünstlerin. Sie ist authentisch. Sie hat mit Abstand die beste Stimme im Schlager und deutschen Pop. Sie ist eine unfassbar gute Performerin. Sie gibt 110% und das können die wenigsten von sich behaupten. Heute geht es ums Boxen. Welches Verhältnis haben Sie zum Boxen? Ich liebe den Boxsport. Ich boxe auch selber ab und zu und finde, es ist ein ganz toller Sport. Wenn Sie sich jemanden aussuchen dürften, mit wem würden Sie in den Ring und warum? Irgendein Deutschrapper, irgendein richtig harten Jungen, vermeintlich harten Jungen, mit dem würde ich gern kämpfen. Haben Sie einen Namen? Nö. Muss ich mal drüber schlafen. Sie sind heute in netter Begleitung. Wer ist die Dame? Das ist meine Freundin und Partnerin, Jessie. Seit 5 Jahren gibt es uns. Warum und, haben wir nichts bemerkt davon? Na, da weiß ich nicht. Wir waren schon auf etlichen Events, hast wahrscheinlich ein bisschen geschlafen. Was macht diesen Mann so besonders an Ihrer Seite? Och, alles. Also ich muss sagen, er ist super, super unterstützend. Er ist ein ganz toller Partner und ich bewundere immer seinen Drive und seine Arbeit. Und, ja. Jetzt müssen Sie ihn nachlegen. Was macht diese Frau so besonders? Na, schauen Sie sich mal an. Nee, das ist, alles. Also all das, was sie gerade gesagt hat, mal 10. Also ich könnte mir mein Leben nicht ohne sie vorstellen. Das ist einfach die perfekte Partnerin. Was haben Sie in Zukunft noch vor miteinander? Na, das ganze Programm. Boxen. Nein, das restliche Leben miteinander verbringen, ne? Das, was man halt so macht. Was zwei normale Menschen, die sich lieben, machen. Schauen wir nochmal in die nahe Zukunft. Was sind die Pläne für die nächste Zeit, für die nächsten Monate? Es geht nach L.A. für ein neues Projekt, an dem ich arbeite. Es ist eine neue Band, die ich managen werde, produziere. Mit Team 5, quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Stehen einige TV-Auftritte an. Und Weihnachten. Alles Gute, danke schön. Vielen Dank.